Speyer. Spillermühle entschärft. Das sieht ja ganz toll. Wir haben den Spielplatz entdeckt. Wir können jetzt wieder zurück zu Myra Brown gehen. Können wir, müssen wir nicht. Mach ich aber gleich. Gut, und es geht weiter. Und was machen wir hier jetzt als nächstes? Was macht Redcomer als nächstes? Er geht. Hier links. Keine Landmine. Doch eine. Ah, da ist noch eine Landmine. Schön, schönes Ding. La 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 la. Ansonsten sind ja nicht weitere Landminen, kann das sein? Das ist zumindest hier oben nicht. Ach, da ist eine. Noch eine Landmine. Und, was haben wir noch? Ach doch, da. Und ansonsten da hinten. Ja. Geschafft. Wir haben, glaube ich, alle Landminen entschärft, die es hier zu entschärfen gibt. Finden noch ein Vorkriegsbuch. Ein Ofen? Oh! Boah! Ich habe mich gerade von meinem eigenen Messer erschrocken. Na, ja, frag mich bloß nicht, wie ich das hingekriegt habe. Ein Schreibtisch. Hallo. Geh doch. Kronkorken. Oh, immer ganz wichtig. Ach, hier ist der Safe. Ich hab mich schon gefragt, wo der mal war. Mann, bin ich gut. Nein, die will ich jetzt nicht mitnehmen. In dem Schrank ist eine Kampflinte, na endlich! Gott im Himmel, da haben wir sie endlich gefunden. Okay, die Kampflinte ist eine absolut geniale Kampfwaffe, die eine Menge hergibt und wenig zurücknimmt. Aber die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Trotzdem darf ich mich ja freuen, dass ich sie bekommen habe. Okay, wir hätten sie auch irgendwann mal irgendwo kaufen können, aber das ist... Oh. Ja. Das ist wahrscheinlich irgendein Mädchen mal gewesen oder so in die Richtung, das wohl geschlafen hat, wenn die Welt explodiert ist. Ja, da hatten die Leute wahrscheinlich auch schöne Pläne mit dem Mädchen. Aber, tja, das war's dann wohl. So ein Atomkrieg ist ehrlich nicht das Schönste auf der Welt. Nein, das ist wirklich nicht. Leute, betet dafür, dass irgendwann kein Atomkrieg kommt. Wow. Den hat man hier irgendwie sicherlich zusammengesetzt oder so. Arme Kerl. Ja, ich weiß. Warum wird Redcomer jetzt eigentlich sentimental? Sagen wir es mal so, als ich hier das erste Mal war, sind mir fast die Tränen gekommen, weil das irgendwie genau das zeigt, was passiert, wenn ein Atomkrieg ausbricht. Ich schaue das euch gut an. Ben Baden gestorben. Wahrscheinlich ist er irgendwann nach Hause gekommen, während des Tages. Hat sich hingelegt, wollte baden. Die Frau hat schon geschlafen. Kind hat schon geschlafen.
Alles war friedlich und dann muss es so enden. Bete dafür, dass es keinen Atomkrieg gibt. Ich würde sagen, wir haben alles gefunden, was es zu finden gibt. Und ich wette, wer wettet mit mir, dass ich jetzt gleich in eine Landmine reinlatsche? So einfach so? Na, wer wettet mit mir? Ha! Einen habe ich noch gefunden, da ist noch ein zweiter. Ich bin in eine Landmine reingelatscht. Also Leute, wer gewettet hat, wette gewonnen. Wer dagegen gewettet hat, wette verloren. Okay, ansonsten ist das eine. Von oben. Von oben. Ansonsten schaut ganz gut aus hier. Ja, ich würde sagen, gute Arbeit geleistet. Dann lass uns mal von hier verschwinden. Ich bekomme sonst noch irgendwie Paranoia oder sowas in die Richtung. Back to Megaton! Mann, war das ein Event, was? Zu Moira Brown. Achso, ja, du bist noch nicht da. Können wir ja in der Zwischenzeit oder was ich da jetzt auch gerade sagen wollte, gehen wir mal wieder zurück zu mein Haus. Mein Haus, mein Haus. Boah, Nathan, mach das nie wieder. Megaton, mein Haus. Guten Morgen. Guten Morgen. Was darf es denn sein? Erzähl mal einen Witz. Ich war mal in einem Krematorium, das Preismaflässe für Brandopfer anbot. Check ich nicht. Ich wünsche einen schönen Tag. Ich dir auch, Schlampe. So, hier kommen die Questgegenstände rein, wie zum Beispiel Vorkriegsbücher. Hat noch seinen Grund. Werdet ihr noch irgendwann sehen. Aber hier ist nicht. Ich habe keine Wackelpuppen. Also, ich wollte ja pennen. Okay, das lief aber ganz toll so. Und jetzt gehen wir hier wieder raus. Der Witz, ich fand den Witz nicht lustig. Also, wenn ihr den Witz verstanden habt, schreibt ihn mal ruhig in die Kommentarbox. Ich fand den mit dem Gen besser. Was sagt ein Gen zum anderen Gen? Hallo Gen. Haha, ist so geil. Okay, jetzt wird das wahrscheinlich ein bisschen. Ah ne, wir können das mal hier hören. Ich weiß, dass ich sie noch nie in Megaton gesehen habe. Lassen Sie mich raten. Nur auf der Durchreise, oder? Willst du mich verarschen? Ich bin hier schon richtig oft gewesen. Was sagt die Speisekarte? Ich brauche Chromkorken. Und dafür verkaufe ich meine elektrischen Leiter. Oh, elektrische Leiter. Immer im Verkauf. Cherry Bomb. Der hält noch nicht verkauft? Okay. Rasenmähmesser. Scharfe Zigaretten. Ein Sensormodul. Und viel Spaß! Ja, das ist doch was Neues. Okay, Dankeschön, Schlampe. Eine Kuh. Kuh!